Mexiko wird belagert. Eine Verschwörung, um die Köpfe und Herzen der Bevölkerung zu vergiften. Diese Bedrohung werden wir mit aller Macht bekämpfen. Würden Sie wirklich einen alten Mann wie mich rausschmeißen? Die Regierungstruppen, sie kommen! Keiner kann die Aufstände jetzt noch aufhalten. Über 20.000 Männer, Bauern, Desperados und Priester, ohne Anführer. Das ist General Gorostieta, ein Mann, der Großes bewegen könnte. Sie verlangen, dass ich daraus eine Armee zusammenstelle? Wenn es darauf ankommt, müssen wir einfach aufstehen und uns dagegen wehren. Alles, was ihr habt, ist euer Glaube. Der wird euch im Kampf nicht schützen. Haben Sie anständige Waffen, Munition, ein Zentralkommando? Sie haben sicher schon von unseren Erfolgen gelesen. Und von euren Niederlagen. Herr General, deshalb brauchen wir Sie. Du kannst dich nicht für etwas einsetzen, woran du nicht glaubst. Ich habe vielleicht meine Probleme mit der Kirche. Ich glaube dennoch an die Freiheit. Dein Krieg wird bald ein Ende finden. Hast du vor, aufzugeben? Wenn wir diesen Krieg verlieren. Wir werden diesen Krieg nicht verlieren. Freiheit ist unser Zuhause, unsere Frau, unsere Kinder. Und wir werden dafür kämpfen oder dafür sterben. Que viva Cristo Rey! Sucht ihr mich? Dies wird eine der bedeutendsten Schlachten. Ich vertraue Ihnen die Armee an. Komm einfach zurück, General. Das werde ich. Wer ist man, wenn man sich nicht für das, an was man glaubt, einsetzt? Sie können nicht gewinnen. Es ist Selbstmord. Der größte Gladiatorenkampf der Weltgeschichte. Der Sohn von Krypton gegen